Huch! Ja, da sind wir wieder zurück, haben ein Gewehr. Wen können wir denn jetzt erschießen? Im Esszimmer, schnell! Was soll ich jetzt mit dem Gewehr? Luisas Zimmer erschießen. Nee, Max Payne erschießen, auch nicht. Truhe. Zum Eingang. Wir haben aber immer noch keine Dingens mitgenommen. Tor. Die Uhr erschießen. Die Urängste hätten wir gerade erschießen können. Luisas Zimmer, was können wir denn jetzt erschießen, sag mal? Ach, eventuell... Das ist das sicherste Schloss, was ich je gesehen habe. Das ist ja unglaublich. War das etwa mein Dämon? Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Ein merkwürdiger Typ. Vielleicht war es ja der Vater. So, Tisch. Was hat der Vater für einen merkwürdigen Tisch? In dem Tisch ist eine abgeschlossene Schublade, aber sie hat kein Schlüsselloch. Sie ist nur über Drähte mit dem Mechanismus verbunden. Der Vater ist ein merkwürdiger Couch. Couch wollte ich sagen. Kommode, natürlich. Der Regalschrank ist geschlossen. Jemand hat das Drachenmedaillon entfernt. War ja klar. So, was machen wir denn jetzt hier? Da haben wir ein Blümchen, da haben wir Tisch immer noch. Tisch. Fenster. Aha, ein Bolzenschneider. Ey, ich wollte noch was gucken im Fenster. Erwähnt ich schon bei diesem Wimmelbild, dass es sehr viele liebevoll gezeichnete Screens gibt, wo man dann einfach mal eben wieder was Schönes sieht, aber nur ein Objekt findet. Was sind das eigentlich hier für komische? Guck mal hier oben. Das sieht so auch so nach Dämonenbeschwörung aus hier. Und das da oben kann ich gar nicht sehen, aber das hier sieht schon verdächtig aus, mein Freund. Der Tisch hier oben natürlich auch. Der Tisch geht bis hier oben. Wir haben einen Bolzenschneider. Damit können wir doch bestimmt... Haben wir den Schrank schon auf... Doch, den haben wir schon, ne? Den haben wir schon geöffnet in Luisas Zimmer. Jawohl. Was können wir denn noch zerbolzen? Hier fehlt ja... Sehe ich auf den ersten Blick wieder. Da fehlt eine Scherbe. Im Schrank kommen wir auch nicht weiter. Bolzenschneider... Herein, wenn es kein Bolzenschneiderlein ist. Mutters Zimmer. Da ist die Kiste. Alter, hör auf damit, Mutti. Was? Fußspuren. Ich habe das Gefühl, ich werde wuchtet. Okay. Lass das. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich werde beobachtet. So. Kiste. Das hatten wir ja schon. Zu Mutters Zimmer. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich das Rätsel übersprungen habe. Es war trotzdem auch im Nachhinein. Ich muss mich selber nochmal beschwichtigen. Es war die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung. Doch. So, letzten Endes war es die richtige Entscheidung. Die Alternative wäre viel schlimmer gewesen. Vertraut mir einfach mal. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. So, zum... Alter, zum Korridor. Zur Eingangshalle. Ach, ich bin da so bekloppt. Natürlich, Bolzenschneider. Mit dem Gewehr probiere ich's, dann habe ich das schon wieder völlig aus dem Gehirn gelassen. Huch. Zum Keller. Riga. Natürlich, ich sag mal gar nichts. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Engel, Spielkarte, Muschel. Hier ist die Spielkarte. Die Muschel, hier ist der Engel. Die Muschel, weiß ich gerade nicht. Sehe ich bestimmt später noch. Schwarze 8. Schraube, Schere. Schraube? Ja, jetzt hatte ich gerade Traube im Kopf. Müssen wir was essen, glaube ich. Schraube. Du bist keine Schraube. Nein, du bist keine Schraube. Messkolben, Messer, Marienkäfer. So, Messkolben, Messer. Das ist kein Messer, das ist ein Schwert. Da ist das Messer. Da ist der Messkolben. Schmetterling und Zzz. Das ist Zzz. Das ist der Schmetterling.
Schraube. Hätte ja auch ein Dinosaurier sein können, was wir da gerade gefunden haben. Schraube hier. Nee, das ist keine Schraube. Schraube. Hey, das sieht aus wie eine Schraube in der Lampe. Das sieht aus wie eine Schraube. Ist aber keine Schraube. Na gut, sieht nur aus wie eine Schraube. Okay, Schraube. Oh, Schreck, Schraube. Du hast alle versteckten Synchronisierung beendet? Womit synchronisiert er hier die ganze Zeit? Hab auch kein Handy angeschlossen oder so. Ich glaube, das ist Evernote. Ich muss... habe ich mal heute wieder neu installiert. Da muss ich mal... Entschuldigung, wenn das in die Aufnahme reingeflimmert hier unten immer so. Bitte zu entschuldigen, das steht da manchmal so. Jetzt haben wir einen Messkolben. Eine Riechkolben wäre mir lieber gewesen. Ein Tisch, der auch total ordentlich aussieht. Was blinkt denn da? Ach, nischt. Hier, Weinflaschen, Schublade. Ohne Schlüssel. Halt die Fresse. Die ist offen. Guck doch, die ist offen, du Mongo. Entschuldigung. Sie meint natürlich die andere. Die ist geschlossen. Hier geht gar nichts. Tja, ja, sonst gibt's ja wohl nix. Kann ich mich dumm und dämlich klicken? Ich brauche einen Schlüssel für die Schublade. Und ansonsten Tür. Natürlich, verschlossen. Diese Ritter bewachen die Tür. Aber vielleicht lassen sie mich hinein, wenn ich ihre Speerspitzen zurückbringe. Ach ja. Speerspitzen der Unterhaltung, ich erinnere mich. Die Zeiger sehen doch aus wie Speerspitzen. Ich brauche einen kleinen Schlüssel. Ich sehe aber keine beschissenen Zeiger, immer noch nicht. So, wir haben einen Messkolben. Der bringt uns jetzt total weiter. Messkolben. Ja. Messkolben. Ein PM-Messkolben. Zum Korridor. Mutters Zimmer, kann ich hier irgendwas abmessen? Nö, hier kann ich auch nichts abmessen. Was soll ich denn jetzt machen damit, mit dem Messkolben? Zu Vaters Zimmer. Tisch, gibt es nur die Drähte? Kommode. Da fehlt der Drachen. Und sonst gibt es hier auch nichts. Ich mach mal ganz kurz. Alter, ich klick doch auf den Tisch, wie blöd! Huch, wo komme ich jetzt? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Das habe ich vorher nicht gesehen, sonst hätte ich natürlich den Kolben dahin gesetzt. Info. Auf dem Tisch stehen drei Kolben. Mische die Farben so, dass die der Flüssigkeit mit der Markierung, dass die Farbe der Flüssigkeit mit der Markierung übereinstimmt. Nimm sie mit Hilfe der Pipette aus dem Reagenzglas. Mische die Farbe so, das hier ist so ein Cyan quasi. Blau. Nee, das war ja falsch. Okay, hast du recht. Wie kann ich denn hier... Ich will Reset machen. Ach, ich kann nur zwei Farben? Ach, hier ist noch... Da ist... Ach, hier ist noch blau und da ist... Da ist rot? Ich soll... Wie soll ich denn aus blau rot machen? Das geht doch überhaupt... Ach, die Farbe... Ich habe die Farben der Kabel geguckt. Nicht das, was da drunter ist. Entschuldigung. Das würde jetzt stimmen. Hier würde ich gerne... Ach, das ist doch der... Alter! Ist ein bisschen umständlich. So, grün sollte eigentlich stimmen. Hier ist Orange. Da mache ich mal... Hier. Oh, Orange. Da ist das. Blau. Sieht doch richtig aus. Das stimmt auf jeden Fall. Hier bin ich mir nicht sicher.
Aber das ist grün. Mal gucken, wenn ich das Grün vielleicht ein bisschen mit Gelb mische. So, und wir kriegen natürlich da einen Schlüssel, was auch sonst. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt natürlich, wer weiß es nicht, nochmal zurück in den Keller und die Schublade öffnen. Hui! Mal gucken, was da jetzt drin... Oh, ich muss niesen. So, Entschuldigung, ich habe gerade mal ein bisschen rumgeniest. Das habe ich jetzt die ganze Zeit versucht rauszuzögern. Irgendwann ging es nicht mehr. Und dann war ich noch ganz kurz zwei, drei andere Dinge machen und habe auch mal ein Schlückchen getrunken. Und jetzt mit frischer Laune wieder ans Werk. Und ich habe auch nicht geluschert. Also ich habe nicht heimlich geguckt, wo hier was ist. Das heißt, ich habe mich jetzt selber nicht gespoilert, sondern werde jetzt natürlich so fällen wie eh und je. Die Lupe habe ich gerade gefunden. Ich habe wirklich nicht geguckt. Ich gucke jetzt gerade zum ersten Mal. Patrone, Stempel, Kerze, Anhänger. So, Patrone, Stempel, alles gefunden. Nee, warte. Patrone, Stempel, Kerze, Anhänger. Kerze habe ich doch gerade noch gesehen. Okay, doch nicht. Das ist der Stempel. Schleifee. Federringpfeife. Federringpfeife. Hier sind noch lauter Federn. Das sind Federn, 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 Federn. Geht nicht. Hier ist eine Federringpfeife. Hier ist die Kerze. Ich wusste doch, ich habe die gesehen. Federring, Pfeife, da ist der Ring, da ist die Pfeife, ach, die Feder habe ich ja schon, Patrone, Anhänger, Patrone, heißt das nicht Patronus, Brille, Spinne, Kartenstücke, Brille habe ich doch gesehen, Brille, 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 da ist die Brille, Spinne, Kartenstücke, Spinne, das ist ein Schmetterling, Spinne, Kartenstücke, sind das Kartenstücke, nein, Kartenstücke. Kartenstücke? Patrone, Anhänger habe ich auch noch. Ist das ein Anhänger? Nein. Das ist der Anhänger. Patrone, Kartenstecker. Stücke. Patrone, 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 Patrone. Kartenstücke. Patrone, 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 Patrone. Geht das am Sack? Nein, zum Glück nicht. Patrone, 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 Patrone. Alter, wo ist denn das Scheißding? Patrone! Ohne! Ich gehe niemals ohne meine Patrone. Matrone, vielleicht eine dicke Matrone. Oh, Makrone. Oh, jetzt eine leckere Makrone. Frische Makrone aus dem Ofen, so mit Schokobohnen. Oh Gott, sterbe ich für. Patrone. 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 Wo ist denn die scheiß Patrone? Ich sehe hier kein... Ach! Da ist die Patrone. So, so. Das sieht nicht nützlich aus, das sieht scheiße aus. Lass das. Die nimmt auch jeden Rotz mit, weißt du? Aus der Schublade, die mega abgeschlossen ist, nimmt die sich Papierfetzen mit. Die dumme Nuss. Ach, das gibt's doch gar nicht. Naja, toll. Jetzt haben wir Kartenstücke. Mit denen wir. Hat's hier schon immer geregnet eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich geh noch mal kurz raus. Kann ich Schmetterlinge verjagen? Ja. Kartenstücke. Was soll ich mit den Kartenstücken? Kartenstücke. Was soll ich mit den Kartenstücken anfangen? Mutters Zimmer. Hier, da oben mal. Die bisschen Tapet... Da oben mal ein bisschen tapezieren. Die Geräusche hier müssen mal aufhören, Alter. Wie scheiße ist das denn hier alles? Hätte ich, ganz ehrlich, hätte ich mich auch in den Fluss geworfen. Kartenstücke? Wie sind eigentlich die Kerzenhalter hier so halb durchsichtig?